Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Spyro the Dragon. Ja, habe ich euch doch ganz schnell den Clip abgeschnitten. Tut mir echt leid, aber habe mich dann doch entschlossen, das Ding hier in dieser Folge zu bringen. Den Dry Canyon, weil der doch etwas länger ist, als man denkt. Doch sehr viel sein, da wäre die Folge doch bald über 20 Minuten gegangen. Ja, würde euch auch nicht stören, aber nö. Nö, ich mach das mal so. Das ist auch, halt auch alles, was mit dem Rendern zu tun. So, jetzt haben wir hier. Also sehr, wie gesagt, sehr vielseitige Welt. Wir haben hier ein paar komische Norks wieder. Naja, die habe ich da auch gerade wieder flitzen sehen. Überall gibt es hier eins wieder. Und Edelsteine gibt es hier 300-400 sogar. Also ehrlich mal ein humaner Wert an Edelsteinen. Auch diese Welt ist sehr klein gehalten, aber ist doch vielseitig. Viel zu sagen. Also den Eierdieben, das wird erstmal ein bisschen Zeit kosten, weil der doch recht schwierig zu holen ist hier. So wie ich in Erinnerung habe, da. Tückische Wendung von ihm. Keine Sorge, den kriegen wir noch, den kriegen wir noch, den kriegen wir noch. Oh Gott, ich glaube, andere Richtung wäre doch leichter gewesen. Na komm schon. Na komm schon. Na komm schon. Mist, der ist doch schwierig zu holen. Hiermit wird er nämlich nie rechnen. Genau, jetzt haben wir ihn gleich. Jetzt haben wir ihn gleich. Verdammt. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Oh, gibt's denn sowas? Oh nein. Oh, leck mich doch am Hintern. Nee. Vielleicht dreimal reingefallen. So, ein Libella. Oh, so ein blöder Vogel. Den kriegen wir trotzdem. Also da hinten kommen wieder falschen Hasen. So, komm schon, du blöder Mistkerl. Macht dann hier auch mal einen kleinen Zwischenhalt, der Vogel. Ja, komm schon. Verdammt nochmal! Der ist echt schwer zu kriegen, der Typ. Der falsche Hase flog uns genau vor die Füße. Oh, oh, oh. Oh Mann! Da denkt man, man kriegt ihn. Mensch. Bin zu doof dafür. Und wie gesagt, das wäre schon zu langwierig geworden für die andere Folge. Aber wir haben das Fluglevel geschafft und sind wir. Und an diesen Typen hier wurde schon nicht die Zähne ausbeißen. Na komm, na komm. Jetzt kam ihn gleich wieder. Komm. Ja. Da ist er. So, geht doch. Mit Geduld muss man da rangehen. Wir haben es geschafft. So, jetzt ist er wieder Gold. Jetzt ist er wieder Gold, wer die Libelle. Da kommt auch schon gleich der erste Drache und die erste Idioten wieder. No. Jetzt haben wir ihn doch mal bitte. Conan! Detektiv Conan! Danke, dass du mich befreit hast. Okay, da mangelt es an Kreativität der Hersteller. Danke, dass du mich befreit hast. So, dann haben wir hier den nächsten Vollpfosten. Wir machen erstmal das nochmal hier so einen komischen Geier. Oh Mann, ey. Mistviech. So, jetzt machen wir es mal genauso wie der Geier. Ach du, verpingel dich mal. Er will mit dem Geier zuschlagen. Naja, genauso bescheuert. Den haben wir aber gegrillt. Gegrillt, nicht gegrillt. So würde meine Rechtslehrerin sagen, ja. Gegrillt? Das müssen sie überprüfen. Ich weiß nicht, ob war es beim FM oder war es hier, wo ich das gesagt habe. So, nächster Drache. Boris Becker. Der Dry Canyon lohnt sich für gute Gleiter. Du bist doch ein guter Gleiter, oder Spyro? Ich bin der geborene Gleiter. Na klar, Spyro kann ja nur gleiten und auch nicht fliegen. Deswegen kann er hier schön lang gleiten. Der Dry Canyon ist geboren für gute Gleiter. Und da hinten haben wir schon einen Zielpunkt, wo wir hin können. Genau da. Ja, da hat man nie gerechnet, ne? Und da hier pennt mal einer in der Ecke. Gute Ausruhecke natürlich hier. So, wo kommen wir hier hin? Das ist die große Frage. Jetzt hier rumsehen. Der Dry Canyon ist sogar ein rundes Level, sehr. Sehr rundes Level. Wir müssen hier rum und dann haben wir es schon. Genauso. So. Hier haben wir den Drachen. Einen Schlüssel haben wir auch noch. Sehr gut. Maximus.
toller Gleitflug, Spyro. Ich dachte schon, ich würde hier ewig festsitzen mit diesen hässlichen Geiern auf meinem Kopf. Die Viecher mögen zäh aussehen, aber sie sind ziemlich lecker. Frisch gegrillt mit einer Prise Salz. Ja, frisch gegrillt? Ja, Silvester grill ich auch. Ich weiß nicht, ob das hier schon nach Silvester ist. Aber Silvester machen wir abgrillen, am 1. Januar angrillen. Das ist doch das Beste, was man machen kann, ne? So, und jetzt werdet ihr sehen, wie es im Kreis geht. Nämlich hier sind wir jetzt wieder. Genau hier. Also, es geht hier wirklich voll im Kreis. So, den komischen Vogel kriegen wir auch wieder ran. Sehr gut. Ah, du blödes, fettes Arschloch. So. Leben gewonnen. So, hier haben wir wieder einen Vollidioten, der gepennt hat. Edelsteine eingesammelt. So, jetzt denkt man natürlich, hier ist schon zu Ende. Wo sind die restlichen Edelsteine, wenn es 400 sein sollen? Zeige ich euch gleich. Nämlich das habe ich, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, auch sehr oft übersehen. Einfach. Vor allem hier, das hier, ne? Man denkt, da ist ja was, oh, da ist ja was. Aber wie kommt man da hin? Ganz einfach, Leute. Passt auf. Ja gut, so natürlich nicht. Aber da nämlich, ne? Und da oben sind ja auch noch was. Also seht ihr, wie gesagt, sehr vielseitig. Ist auch alles im Kreis hier, aber gibt auch noch ein paar Ecken, wo man hinkommt. Wie mit den Gleitflügen vorhin. Wenn ihr euch fragt, wo ich gucke, jetzt sind wir schon wieder hier, ne? Also unter der Brücke da. Also sind die Level hier alle anfangs noch aufgebaut. Sehr klein, trotzdem sehr vielseitig, wie das in den Artisan da war. Abgesehen von Dark Hollow, das war natürlich sehr... Oh nein, ey, gerade eben. Also wir können nicht mit Goldener Libelle nehmen, können wir einfach nicht. Wir brauchen mindestens Blau, um den Nervenkitzel zu spüren. Und das können wir auch natürlich auch nicht. Wir brauchen immer zwei Versuche, um spannend zu machen. So, wenn wir natürlich noch schon schweben könnten. Aber dafür sind die Flügel von Spyro natürlich noch viel zu wenig. So, da haben wir es. So, und jetzt guck an. Hier ist so ein schöner Geheimgang. Da kommt mir so ein fetter Idiot schon wieder an. Und drei Mann, die hier pennen. So, die haben auch erledigt. Und so ein komischer Geier kommt auch schon wieder angeflogen. So, zwei auf einen Schlag. Sehr gut. So, da haben wir wieder einen Drachen. Na bitte. Hier haben wir doch. So. Drachen befreien. Und ab geht er. Ivor. Bist du das, Spyro? Bist du der junge Drache, von dem ich schon so viel gehört habe? Schon als du noch eine ganz kleine Rauchwolke warst, wussten wir... Was? Ach, nichts. Ah, was soll das heißen? Egal, machen wir uns keine Gedanken drum. So, da gibt es noch ein Leben wieder. Und hier... Oh, Empfangskomitee. Oh, guck an, da, scheinbar... So, Gott sei Dank. Den haben wir schon mal die Klippe runtergestoßen. So, hier gibt es wirklich mal viele Edelsteine. Das macht Spaß denn. Wenn es natürlich auch viel zu holen gibt. Boah. Das war eben schwierig. Na, nicht schwierig, sondern überraschend. So, da hinten müssen wir auch noch hin. Den Schlüssel haben wir vorhin eingesammelt. Wenn mich alles täuscht, jawohl. So. Da das Leben holen. Da kommen wir natürlich nicht hin. So 10 Leben. Wow. Echt ein Ding. Mhm. Hier noch hoch. Dann müssten wir da hin. Und das hier ist echt türkisch. Nicht türkisch, sondern türkisch. Ach nee. Liebe Leute. Also ja, Dry Canyon, sehr langes Level, also hätten wir kaum noch geschafft in der anderen Folge und ich fasse es nicht, Mensch. Wenn wir da hier alles geschafft haben, ist die Folge auch schon wieder gut beendet, also... So wird es jetzt auch immer sein, da will man nicht mal ganz fix zwei Level in einer Folge schaffen. Nee. Langsam könnt ihr mal hier anfangen zu zählen, wie oft ich hier total bekloppt verkacke. Wie so ein Idiot. So, nur aber. Jawohl. So, diese Dinger sind sehr tückisch. Wenn man das umgestoßen hätte, wäre man gleich explodiert. Hätte man gleich die Explosion mitbekommen. So, ja, muss man ein Stückchen warten und dann kriegt man's. So, hier haben wir noch ein paar Kisten. Hier haben wir auch noch was und dann müssen wir den Rest da hinten finden. So, hier haben wir eine rote. Und eine
Das ist ein langer Gleitflug. Das schaffen wir, jawohl. So, Schlüssel. Da haben wir ein bisschen was. Das einsammeln wir mal wieder. Dann müsste das hier gleich erledigt sein. So, da haben wir zwei Fünfer. Und dann ist das Ganze erledigt für heute. Nein, macht mich nicht. Oh, kommt die jetzt schon wieder her und oh, Mensch. Nerv mich nicht, du fetter Greis. Also nochmal. Wir müssen darüber. Schaffen es natürlich schon wieder nicht, oh Leute. Ach nee. Wenn ich euch langweile, dann dürft ihr mir sagen, was die Illuminaten damit zu tun haben. Ja, warum immer diese Illuminaten? Ich find's lustig. Ja, ist lustig. Aber ich werde versuchen, jetzt mal drei Folgen nicht zu bringen. Ja, wirklich. Also, ab nach Hause. Selber haben wir geschafft. Also geht euch das mal durch den Kopf. Ich werde es drei Folgen jetzt nicht sagen. So, 1600 Edelsteine haben wir. Ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt gibt. Ich glaube 20.000. Wenn ich mich recht erinnere. So, dann sind wir hier also wieder. Den können wir abkicken. Den auch. Also, das ist Wahnsinns. So. Den hier. Den nicht. Okay, gut. Den können wir abkicken. So, was können wir sonst noch erledigen? Moment, bin ich mir gar nicht so sicher. Hier kommt man auch rauf? Oder machen wir jetzt die Cliff Town noch? Ach, wisst ihr was? Wir machen noch das Cliff Town. Oder? Doch, wir machen das Cliff Town noch. Jetzt muss ich euch für die letzte Folge entschädigen, dass ihr einfach die Stimme abgedreht habt da, ne? Das hier ist Cliff Town, das könnte noch recht schneller gehen. Könnte, muss es nicht. Weil es auch ein bisschen weitläufig ist. So, da ist der erste Idiot. Also auch hier wieder viele versteckte Rätsel. So. Er schickt den gleich. Ich frage mich, ob es eine fette Frau ist oder ein fetter Kerl. Naja. So. Siehst du, das kann man auch leicht übersehen hier, die ganzen Edelsteine. Oh, Verzeihung. Ah, na komm schon. So, nicht zu voreilig machen. So, da kommt man auch noch irgendwie hin. Frag mich jetzt nicht wie. Kann ich auch eh nicht beantworten jetzt. So, dann müssen wir gucken. Also, sehr viel. Was haben wir hier für Tiere? Der rührt er jetzt um. Ach, der haut uns auch bloß. Der macht auch nichts mit uns. Oh Mann, ey. So, Edelstein kommt auch wieder raus. Da kommen wir rauf. Sehr gut. Genau. Hier wieder Edelstein. So, da haben wir auch wieder fast einen übersehen. Also, wie gesagt, ist hier sehr vielseitig. Also, ist auch nicht gerade sehr übergrößer das Level, aber es ist viel zu viel versteckt hier. So. So, und hier haben wir schon wieder einen Eierdieb. Na, ganz klasse. So, den holen wir uns mal als erstes. Bevor wir den Drachen holen. So, das ist natürlich wieder sehr kreativ hier. Ich bin gerade so gedreht. Oh, verdammt, er war auch schon vor uns. So, dann die Kamera an den Stein hängen. Oh, sieh mal. Eierdieb, über Eierdieb, da haben wir ihn, jawohl. Geht doch. So, da haben wir noch einen Vogel, der sich hier versteckt. Und noch einer. Glänzt es doch, also holen wir nochmal die Edelsteine da. Die Edelsteine gibt es hier auch 400, also hier schon ganz schön eine Menge. So, da haben wir wieder Steinchen eingesammelt. So, da ist noch einer. Und ein Leben. Bei uns das Leben zurück, was wir vorhin noch so irrsinnig blöd verloren haben. So, okay, jetzt holen wir erstmal die Drachen. Hellvor. Wie soll ein Drache denn gegen eine Metallrüstung ankommen? Vergiss nicht, Spyro.
Feuer kann gegen Metall nichts ausrichten. Nimm sie lieber auf die Hörner. Das sollte helfen. Also für die Doofen, die jetzt bis hierhin nur mit Feuer gekämpft haben, ne? Also. Dann müsste ich ja mal so laufen. Das wäre ja viel zu langweilig. Also die anderen Dinger, da holen wir uns noch. Keine Sorge, das kriegen wir auch schon noch hin. So, die fette Frau haben wir wieder. Oder einen fetten Kerl, ich weiß immer noch nicht, was es sein soll. Ich nenne es mal Twitter. Zwieter, Zwieter. Kanntes Rammstein-Lied. Den Steinchen, die Wellensteinchen. Und den haben wir auch wieder. Echt hier. Ich wollte es nicht gerade kommentieren, wo ich gerade mit dem Feuer hingefeuert habe. Raus. Jetzt dürften wir aber die Rakete schon zünden können. Genau so ist es. Ja, dann kommen wir später hoch. Und dann noch eine Etage höher gehen. Hätte ich mir gleich machen sollen. So, hier aufpassen, runterfallen. Da ist mir kein Boden mehr, sondern dieses komische Schlammwasser. Ist mal rausgefahren. Sehr schön. Das klimpert in den Taschen. Haben sie wahrscheinlich genau 200? Nee, nicht ganz. Achso, da ist sie eben schon rausgekommen. Na, komm schon. Oh, wie gesagt, Richtungstasten. So, nächster Drache. Enzo! Hey, was ist auf der anderen Seite des Flusses? Warum gleitest du nicht rüber und findest es heraus? Bist du gemein? So, also müssen wir rübergleiten, aber erstmal müssen wir da vorne hingleiten. Und zwar hierhin. Und dann kommen wir auch schon da vorne rüber, um die Edelsteine zu holen. So, aber ich glaube, wenn es noch ein Drache. Ich glaube, jetzt ist hier so ein Wirbelsturm. Genau. Sehr schön, dann kommen wir da gleich hoch. Warum muss da nicht abquälen, damit hochlaufen? Holen wir erstmal die Edelsteine. Ihr seht hier schon wieder das Nachhauseportal. Aber natürlich wollen wir ausfinden, was auf der anderen Seite des Flusses ist. Und das tun wir damit jetzt. Bam, bam, bam. Hier sehen wir auch viel glänzen. Da kommen auch so eine Geier schon wieder an. So, und hier sehe ich gleich in der Ecke was glänzen und da nicht vergessen. So, der Kuschel, den Homus von hinten. Hat gar nichts mitgekriegt. Der wusste gar nicht, wie ihm geschieht. So, und hier auch wieder wie in der einen ersten Welt da. Hier ist wieder so ein. Ah, so ein unsichtbarer Wand, dass man hier nicht in die weite Ferne hinaus wandert. Ins arabische Glück. So, den haben wir gegrillt. Hier fliegen also noch ein paar Viecher umher. Komm, den kriegen wir auch noch. Der sitzt ganz schön hoch, muss man mal ehrlich sagen. Also noch zwei. Vollidioten. Wo ist er? Hey, du Mistkerl. Mistkerl, den habe ich mir bald vergessen. So, 400 Edelsteine, das ist schon eine ganze Menge. So, hier haben wir noch einen vergessen. So, dann haben wir hier den Drachen wieder. Befreien. Dann müssen wir alle befreit haben. Marco, Mensch, wie viele heißen denn hier Marco? Du hast den höchsten Punkt in Clifftown erreicht. Von hier aus gelangst du fast überall hin. Und wenn ich du wäre, würde ich den Wirbelsturm da drüben nehmen. Den Wirbelsturm da drüben. Ja, irgendwie der hier hochkommt. Der ist jetzt erst gekommen. Ich höre ihn schon. So, da vorne müssen wir noch hin. Sehr gut. Oh, hier ist auch noch was. Und das ist mir, das leuchtet mir ein, wie wir es kriegen. Wo der Rest ist. Das ist natürlich da hinten hin. Tada. Da dürften wir das fast alles haben. Aber ein bisschen was fehlt noch. Ich habe ja gesagt, da hinten geht es noch weiter. Zeige ich euch auch natürlich, wo es da weitergeht. Und zwar ganz genau da. Da haben wir nämlich auch noch was. So. Metall. Teil. 25er gekriegt. So, aber bin mir nicht sicher. Irgendwas fehlt ja noch, ne? Also haben wir wieder irgendwo was übersehen, logischerweise. Wie ich das immer liebe. Ach nee. Ich das denn liebe.
So. Wo am besten? Ich denke, wir sollten mal hier als erstes suchen. Nein! Och nein! So, das war unser Ende. Alles klar, noch einmal. Wo könnten hier noch Edelsteine liegen? Wir schauen mal hier noch nach. Ob wir hier vielleicht noch irgendwo etwas vergessen haben. Jetzt geht diese Liebe-Suche wieder los. Ist immer echt toll. Das wäre vor allem, wenn uns Sparks noch nicht sagen kann, wohin die Reise gehen soll. Ach, Mann. Hier vielleicht noch irgendwo... Da! Hahaha! Ich brauche bloß zwei und das, damit fehlt uns noch ein grüner. Na, ganz klasse. Hier haben wir nichts übersehen. Hier auch nicht. Für mich alles täuscht. Nein. Oh Mann, also ich denke mal, wir müssen wieder da hinten rüber. Hinkriegen. Ich denke, dass wir da nämlich was liegen lassen haben. Wie so oft schon. Okay, also. Ein Zweier fehlt uns. Und den heißt es jetzt also zu suchen. Und ich glaube nicht, dass wir richtig ankommen. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Oh Mann, ey. Und wir sind ja hier wieder, immerhin. Also können wir es von hier aus gleich absuchen. Schon mal nichts. Am besten auf diesen Türmen Ausschau halten. Gucken wir nochmal. Hier sehe ich nichts Glänzendes. Hier auch nicht. Ja, komm schon. Hey, die Palme, steht die noch hier oder? Nee, die steht auf der anderen Seite schon. Auch gut designt worden. Ach Mann, ey, Leute. Ein grüner Edelstein fehlt uns. Und nur deswegen zieht sich die Folge hier so lange hin. Wo haben wir den denn, den grünen? Oh ne, das gibt's doch gar nicht. Irgendwo ist hier wieder ein grüner Edelstein übersehen von mir. Oh Mann. Ich liebe das immer. Oh, wo kann der stecken? Ecke vielleicht, wo wir davon ja eigentlich alles eingesammelt haben. Hier drin vielleicht auch nicht. Die werden nicht zerstört. Da, ich sehe die Kiste. Ich sehe die Kiste. Ich habe die Kiste gesehen. So, da haben wir es geschafft. Also bloß raus aus diesem Level und ab nach Hause. Das ist das, was wir jetzt machen können und sollen. Gut, Leute. Damit bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß. Und dann... Ciao, ciao.